Hallöchen Leute und willkommen zu Final Fantasy 7. So, wir sind ja in letzter Folge hier in dem Zentrum des Slums angekommen und die Leute sind jetzt irgendwie in Aufruhr und jetzt gucken wir uns das mal an. Was ich befinde diese mich Leute denn damit nun im Inneren erreichen? Von Makoreaktor. Die stecken doch bestimmt mit Wutai unter einer Decke. Und das nur noch so langer Zeit endlich wieder Frieden eingekehrt eingestürzte Stahlträger. Wollen diese Kriminellen etwa einen die neuen Krieg anzetteln? Gelöscht worden ob man zu sein. Wohl ein Kopfgeld bekommt, wenn man oh, die Verbrecher Sie fasst? Das? Sie sind schon die Leiterin wieder von Shinras Rüstungsabteilung, richtig? Mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand! Darf ich Sie um eine Stellungnahme bitten? Jetzt nicht, oder? Die haben es nur auf die Reaktoren abgesehen. Können Sie unseren Zuschauern nicht kurz uns berichten, passiert hier nichts. Wie die derzeitige Lage im Makoreaktor 5 ist? Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Makoreaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Makoreaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein, hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Was wollen Sie damit sagen? Nichts, ich... Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier wird nicht gefilmt! Gehen wir, Cloud. Diese Ungewissheit. Okay. Bis zum Äußersten kommt, werde ich mitkämpfen. Auch schön, dass am Ende nicht gefilmt werden sollte und aber erstmal Interview abgehalten wird. Okay. Wie sollen wir bitte überleben, wenn der Makoreaktor ausfällt? Wir müssen uns zur Wehr setzen. Aber dass die hier so labern und man nicht mal. Die Verbrecher müssen endlich hinter Gitter. Nicht mal die hey, hier geht's lang. Nachrichten sehen kann, ist schon ein bisschen ungünstig. Ja. Ah, Harris, hab gerade an dich gedacht. Ziemlich was los, hm? Ja, weil die Züge nicht fahren. Hilfst du mir etwas? Tut mir leid, ist gerade etwas schlecht. Ich helfe in dem Laden manchmal aus. Ja? Harris! Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hm? Dachte, von hier sehe ich den Reaktor. Wer ist der denn? Das ist Cloud, ein Söldner. Momentan beschützt er mich als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Ich muss los. Ihr könntet Brüder sein. Aha. Oh, Aeris! Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier? Wir haben uns den Reaktor angesehen. Ach übrigens, Aeris, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Weißt du, Cloud, im Helmchenhof werden Kinder großgezogen, die keine Familien mehr haben. Wo bist du gewesen, Aeris? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Meine Güte, ist hier viel los. Hallo, Aeris. Siehst gesund wie eh und je aus. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ah, danke, dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was, jederzeit wieder. Würd ja gerne wissen, wo du die alle gefunden hast. Das ist mein kleines Geheimnis. Und dein Begleiter? Das ist mein Bodyguard. Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee, der ist ganz harmlos. Das ist der einzige Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter vorbei. Oh, das hier ist der Helmchenhof. Ui. Willkommen zurück. Hallo, ich habe Aeris mitgebracht. Danke, dass du gekommen bist. Ach was, lag eh auf dem Weg. Weißt du, ich würde dich gern um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn? So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Oh, toll. Ihr habt es aber gut.
Und ihr geht euch jetzt erstmal die Hände waschen. Und wechseln Sie. Aris ist ein Segen. Sie kommt oft vorbei, um mit den Kindern zu spielen. So, wie schmücken wir jetzt das Haus mit den Blumen? Keine Ahnung, dir fällt schon was ein. Gut, ja, dann gehen wir mal weiter. Kannst dich schon mal freuen. Ich will alle Bücher lesen, die ich von Biggs bekommen habe. So. Laut, sag mal, magst du Blumen? Sind mir eigentlich ziemlich egal. Und sowas sagst du zu einer Blumenverkäuferin? Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben habe? Ach, die... Hast sie sicher verschenkt? Hab ich. Aha. Wem? Sag schon. Hab ich vergessen. Ja, klar. Was? Ich glaube, du schwindelst. Ach. Ist auch egal. Sieht aus wie eine Arena. Gut, begleiten wir sie erstmal nach Hause. Und dann später erkunden wir die Slums hier. Wo wohnt die denn? Am Ende dieses Wegs liegt mein Haus. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. Wow, was für eine Oase. Das hier ist mein Zuhause. Passt zu dir. Das ist mal ein extremer Kontrast. Komm rein. Bin wieder da. Na endlich. Root ist vorhin vorbeigekommen. Was ist... Das ist meine Mutter, Elmira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Wie nett von ihm. Ist nur ein Job. Und hiermit ist er vorbei. Vielen Dank. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wofür habe ich dich denn überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Was weißt du schon? Mama, ich bringe Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Aris, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir, okay? Warte. Ach ja, der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist ja noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ich sollte dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Das Kind hält einen ziemlich auf Trab, was? Oh ja. Sagen Sie mal, sind Sie... Ach, nichts. Okay, dann eben nicht. So eine schöne Küche. Gut, dann gehen wir mal eben fix nach oben. So ein schönes Haus. Nanu, wo habe ich sie nochmal hingelegt? Gehen wir noch ein bisschen weiter nach oben. Alter, was für eine schöne Oase mitten der Slums. Ja, und überall Blumen.
So, Eris. Wie schaut's aus? Bist du denn soweit? Anscheinend nicht. Bin wieder hier. Ah? So, hier. Hä? Oh. Nimm. Gut, dann mal los. Komm, ich zeig dir meine Blumenbeete. Okay. Blümchen pflücken. Warum nicht? Blumenbeet. Das ist alles voller Blumen. Aber gut. Dann gehen wir zu dem speziellen Blumenbeet. Was meinst du? Welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus. Blumenwellen. Wähle die Blumensorte aus, die zum Helmchenhof geliefert werden sollen. Drücke in der Nähe des Blumenfeldes Dreieck, um ein paar Blumen einer Sorte zu pflücken. Je nachdem, welche Blumen du ausgewählt hast, ändert sich später die Dekoration des Helmchenhofs. Nehmen wir mal die. Gute Wahl. Diese Blume steht für ein reines Herz. Die findet man nur äußerst selten. Ja, die sind hübsch. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Was meinst du? Welche nehmen wir? Das ist irgendwie nicht so hübsch. Was gibt es denn noch? Ach, höher darf ich nicht? Okay. Was gibt es dort vorne? Da gibt es anscheinend keine. Okay. Gut, also wir haben diese komischen... Das finde ich jetzt nicht so interessant hier. Dann nehmen wir doch einfach mal die da. So eine habe ich dir gegeben. War das so? Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. So viele wie möglich, hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. Gut, dann nehmen wir noch welche. Du wählst wirklich Borstenhirse? Das sieht dir ähnlich, Cloud. Da werden die Kinder sicher staunen. Das sind genug Blumen. Lass uns zum Helmchenhof gehen. Toll. Ich habe die ganzen... Ich habe nur drei Blumen zur Auswahl und ich habe alle drei mitgenommen. Okay. Ja gut. Dann gehen wir mal zu dem Hof. Trag die Blumen schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Stimmt doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Ja, aber nur ein paar. Was sie mit den Blumen wohl Schönes machen werden? Keine Ahnung. Können ja später mal vorbeischauen. Ja, das Haus dekorieren. Was werden sie wohl machen? Haben sie doch gesagt. So, da sind wir nun. Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Gut, jetzt ist Erkundung angesagt. Dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um, was wir alles Schönes finden. Gut, der Sektor ist ja einigermaßen groß. Da vorne gibt es noch Blumenduftpfad. Aha. Ja, gut. Da gibt es noch diverse Sachen einzukaufen. Dann gehen wir erstmal hier so rum, dann da so und dann hier so einkaufen. W-
Willst du dich untersuchen lassen? Nein. Hey! Oh. Ich frag mich, welcher Beruf zu mir passt. Hier noch Fischen, da noch Fischen, alles soll strahlen. Wenn du Zeit hast, dann sei so lieb und hör den alten Frauen ein bisschen beim Reden zu. Was haben wir hier? Tango of Tears. Okay. Hier in diesem Gebäude trifft sich die Bürgerversammlung. Was heißt Bürgerversammlung? Ein Haufen alter Leute wie ich, die zu viel Freizeit haben. Was ist? Hast du auch zu viel Freizeit? Hier in diesem Gebäude trifft sich die Bürgerversammlung. Okay. Da haben wir noch eine Kiste. Ein Echoschirm. Man muss immer auf die Möglichkeit des Ausbruchs eines Krieges sehen. Gut, ich will jetzt nicht in den Zielbereich reinlatschen, aus Versehen. So, wer bist du? Ach ja, du, von vorhin. Dich kenne ich doch. Wo ist Eris? Im Helmchenhof. Okay, keine Ursache. So, ein bisschen Geld. Ja, das sagtest du bereits. Gut, dann... Ach ja, was soll jetzt zum Helmchenhof zurück? Gab es hier noch irgendwas auf dem Weg? Nö. So, wo geht's denn da hin? Anscheinend eine Sackgasse. Dann gehen wir doch mal hin. Vielleicht finden wir da irgendwas. Ich sollte nicht einfach wortlos verschwinden. Okay. Da ist ein Chocobo-Symbol. Später mal anschauen. Unter der Bevölkerung wächst die Abneigung gegen Butai, das hinter dem Anschlag auf dem Reaktor stecken soll. So, und du bist ein Waffenhändler, sehe ich das richtig? Selbstschutz ist die erste Bürgerpflicht. Das gilt besonders hier in den Slums. So, was hast du denn? Gut, der Schwarzreif ist natürlich ziemlich praktisch, was die Materia-Slots betrifft. Könnten wir eigentlich noch einen kaufen von dem Titanreif? Wobei, wir haben einen. Nee, lass ich mal. Da kaufe ich jetzt mal einen davon. Und sonst, ja gut. Ich glaube, das passt soweit. Genügt das deinen Ansprüchen? Was will ich? Sei gegrüßt. So, was haben wir hier noch Schönes? Ja. So, bei dir kann ich Sachen kaufen, die... Oh, Äther. Gut, da kaufen wir 4 Stück. Ich glaube, da kann man nie genug davon haben. Da kaufen wir noch 3 und Wachmacher kaufen wir noch. Ja, auch 3. Bis bald. Gut. Shinra wird sich das nicht länger bieten lassen. Hallo. Kannst du dir die Lampen machen? Schrauben funktionell. Ich sollte nicht einfach wortlos verschwinden. Ach, da geht's auch schon wieder raus. Ich kaufe auch kleine Teile. Stromausfall. Was? Heute kam eine große. Oh, was macht der denn da? Hallo Cloud! Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Hm.
So, die Kampfberichte haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir dürfen jetzt... Oh. Ermöglicht mit L1 und R1 den Einsatz von ATP-Boost. Bei Aktivierung wird der Stand der ATP-Leiste verdoppelt. Kann nicht in kurzer Zeit... Also nicht in kurzer Folge ausgeführt werden. Okay. Das nehmen wir doch mal mit. Erstschlag. Dann nehmen wir auch mal beide mit. Gut. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Okay. Cloud, ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermateria aufgestellt. Das ist nie da gewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermateria nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Oh. Kämpfe gegen Esper. Chadless Geheimnisse haben eine neue Funktion hervorgebracht. VR-Missionen. Wenn die gesammelten Daten durch die Kampfberichte anwachsen, können besondere VR-Missionen absolviert werden, bei denen man gegen Esper kämpft. Sprich mit Chadley, wenn du dich an ihn versuchen willst. Hm. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Das ist natürlich interessant. So, was gibt es denn hier? Einmal sollen wir gegen Shiva kämpfen. Dann... Das haben wir schon erledigt. Das haben wir auch erledigt. Das anscheinend auch. Und Untersuchung zu Subspezien und Einzelexemplaren. Drei Arten einer Subspezies besiegen. Ach, diese speziellen Dinger. Ja, die kriegen wir automatisch wahrscheinlich. Gut, dann geben wir das erstmal alles ab. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. So, das auch noch abgeschlossen. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Hervorragend. Was hast du denn diesmal auf Lager? Stehlen. Das kaufen wir natürlich auch. Dann einmal provozieren. Das heißt automatisch provozieren, wenn Gefährten in Bedrängnis sind, wodurch die Aufmerksamkeit des Gegners auf den Anwender gelenkt wird. Wird nicht gegen starke Gegner verwendet. Unwirksam, wenn der Charakter aktiv gesteuert wird. Toll. Effizientes Blocken. Friert den Schaden beim Blocken und lädt die ATB-Leiste stärker auf. Hm. Kaufen. Und jetzt bin ich arm. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Gut, gibt es noch mehr Kampfberichte? Ne, das sind momentan die einzigen, die wir noch haben. Gut, sind wir eigentlich gerade voll? Ja, wir sind voll. Sag mal, gut. Kannst du das hier reparieren? Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Tja, ich würde jetzt gerne mal diese VR-Mission machen. Als Ergebnis der Auswertung der gesammelten Daten zum Eiselement konnte Shiva die Eiskönigin erfolgreich reproduziert werden. Was nun noch bleibt, ist das Verhalten im tatsächlichen Kampf zu überprüfen. Der Auftrag ist, eine Kampfsimulation mit der Esper Shiva durchzuführen. Ja gut, dann machen wir das doch einfach mal. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Ja gut, dann auf sie mit Gebrüll. So, Feuer! So, erstmal Analyse. So. Keine taktischen Informationen verfügbar. Gut, wirksam ist natürlich Feuer. Und absolut Eis. Yeah.
Mein Einsatz. Komm nicht. Na, verdammt. Wie ich schlafe. Oh Gott. Au. Jetzt nicht schlapp machen. Ich gebe nicht auf. Das war's. Ich bin bereit. So. Abschauen. So, Feuer. Feuer. Hier. Und nochmal Feuer. So, geschockt. Der Feind ist geschwächt. Das sollte reichen. Gut, wir brauchen mal ganz kurz einen Äther. Ach, das schon wieder. Gut, ich brauche mal kurz einen Supertrank. Und beschwören können wir gerade nicht. Kleine Show gefällig. Gut, dann Kreuzschlag. Jetzt wird abgerechnet. Nicht gut. Muss wach bleiben. Nein, ich kann mich nicht heilen. Gar nichts. Ach, das Schatz. Gibt's doch nicht. Gut, sehr bedauerlich. Doch beim nächsten Mal wächst du sicher über dich hinaus. Ja. Das probieren wir gleich nochmal. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Gut, diesmal ein bisschen mehr auf Abstand. So. Oder auch nicht. So, na komm schon. Jemanden einschläfert, das ist echt zum Kotzen. Oh Gott, ich brauche ACB, um mich heilen zu können. Komm schon. Alter. Gut, schnell heilen. Oh Gott. Was? Wie? Willst du mich verarschen? Nein, nicht Pause. Was war, Cloud? Hat etwas nicht gestimmt? Ich freue mich. Lass mich doch jetzt die Mühe jetzt rein. Zu meinen Kampfberichten. Fassbar. Was haben wir denn? Ja, Feuer brauchen wir, Heim brauchen wir auch, Analyse auch, TP-Boost ist nicht schlecht, MP natürlich auch. Gut, was haben wir denn da jetzt alles bekommen? Eigentlich.
Gut, effizientes Blocken. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich glaube, das machen wir mal. Gut, und ansonsten? Wir platzieren das mal dorthin. Analyse brauchen wir eigentlich. Gut, MP-Boost haben wir mal kurz weg. Dann nehmen wir wo haben wir es denn? Elementar-Affinität. Und weil das ein zusammengeschlossener Bereich ist, wird sozusagen unsere Waffe dann mit Feuer aufgeladen. Das sollte schon mal nicht schlecht sein. Gut, Analyse, ja. Haben wir hier noch irgendwas, was uns ein bisschen helfen würde? Nicht wirklich. Gut, Waffenmodifikation kann man natürlich noch ein bisschen was machen. So. Erlittener physischer Schaden beim Blocken um 10% verringern. Das ist ja eigentlich nicht schlecht, so jetzt nachhinein betrachtet. So, dann ein bisschen mehr Magie. Gut. So, probieren wir es nochmal. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. So. Dann mal los. So, Feuer. Feuer frei. Was? So, ich versuche jetzt immer einen ACB-Balken aufrecht zu halten. Nur ein Kratzer. Es wird heiß. So. Ich komm schon, fast im Schock. Ja. Alles in dir. Wo kommt das her? Los! So. Schock. Bring dich hinter uns! Das war's! Jetzt habe ich natürlich kein Feuer. Komm schon. Feuer! Rank. Alles im Griff. Nee, was?
Warum habe ich das jetzt erwischt? Oh nein. Gut. Goldschlag. Supertrank. Ach, jetzt ist es wieder. Warum kann ich mich beschwören? Ich hab drauf ausweichend gedrückt. Warum tut er denn das nicht? Nicht gut. Och, nun schon wieder. Dies. Da hatte dich für einen Moment das Kampfglück verlassen, nicht wahr? Dennoch konnte ich wertvolle Daten gewinnen. Analysiere den heutigen Kampf und du wirst beim nächsten Mal... Ich freue mich auf weitere Daten zu meinem Kampfbericht. Sei ruhig, ich mag dich nicht mehr. Geh weg. Gut. Ich glaube, du musst nur ein bisschen aufleveln. Zack. Und noch ein bisschen mehr Materie sammeln. Vollgrad zum Beispiel. Und viel, viel mehr MP. Das reicht ja hinten und vorne nicht. Es ist viel zu wenig. Gut, dann rüste ich nochmal kurz das um. Den MP-Boost nochmal rein. Genau. Gut, Feuerjäger braucht noch ein bisschen. Naja. Gut, hoffe mal, dass das einfach reicht fürs nächste Mal. Und noch ein höheres Level. Na gut, dann ja. War es für diese Folge erstmal und ja, nächste Folge machen wir dann einfach mit der Hauptstory weiter. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Das ist für dich! Unser eigentlicher Feind ist nicht der Shinra-Konzern. Sie haben zwar damit zu tun, aber unser Gegner ist ein anderer. Ich will irgendetwas unternehmen für die Menschen, diese Welt.